Good morning, day two of the international hunt, and final day. We're a little bit tired, as you noticed. We already uploaded the video last night from yesterday. Yesterday, great finds. So if you didn't see it, go back and take a look. And it was fantastic Bronze Age and Celtic finds and other stuff you can see on the video. Also, of course, a donation to the community and all that stuff. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Tag 2. Wir sehen nicht nur fertig aus, wir sind auch ein bisschen fertig. Ne, haben ja bis heute Morgen noch das Video hochgeladen und bearbeitet. Und ja, jetzt gleich wieder raus zu den Leuten. War noch schnell beim Bäcker jetzt schon. Haben schon wieder die Brezen und die Croissants geholt, dass sie während des Tages nicht verhungern, unsere Leute. Und Getränke noch mal was geholt und so weiter. Genau, jetzt geht's wieder ab zum Hotel mit den Leuten frühstücken und dann aufs Feld. Heute nur ein halber Tag, weil heute auch wieder ja Abreise ist und so weiter und so fort. Und dann schauen wir mal. Also wenn ihr gestern nicht geschaut habt, das Video, dann noch mal ein zurückspulen. Zum anderen Video gehen, da seht ihr die tollen Funde von gestern. Die werden ja in wunderschönen keltischen Armreif und dann andere Fragmente, Bronzezeit und so weiter und andere schöne Sachen. Lohnt sich wirklich. Und jetzt geht's ab zum Hotel, die Leute holen, bevor es hier jetzt wieder zurückgeht, wo wir wohnen, in Bayern. Also bis dahin, bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, the participants can always, during the international hunt, they get in the evening or lunchtime, they get a hot meal. And so that's the menu they get. They get like for today, on Sunday, it's, we're going to finish around noon. So they get a pork roast or a nice goulash. Beef goulash, and these are Käsespätzle, are actually noodles with cheese and stuff. So we got a vegetarian and two normal meals. So there you go. So during the breakfast table, they can choose for this afternoon. Ja, beim internationalen Treffen bei uns ist ja auch so, dass wir auch Essen mit dabei haben und dementsprechend können sie dann aussuchen. Heute am Sonntag gibt es auch entweder ofenfrischen Schweinebraten oder einen guten Biergulasch oder dann dementsprechend auch mal ein vegetarisches Käsespätzle. Genau. Und mein Schatz ist am Frühstücken. Moin. So. We've now all had breakfast and we're now on the way to the permission. Got a long convoy behind us. It's about a quarter of an hour drive to Waltersberg, where I live, where we have our house, and it's going to be good. So we're just going to show you a little bit of the scenery so you can see what it looks like here in lovely Bavaria. And lots of permissions along here and fields and stuff like that. So very nice. Also wie gesagt, wir haben jetzt gut alle gefrühstückt und sind jetzt auf dem Weg zur Genehmigung. Wir fahren jetzt vom Hotel aus circa eine Viertelstunde bis 20 Minuten, weil wir ja dann bei mir, wo ich wohne, die Genehmigung haben. Und wenn man hinten rausschaut, kann man vielleicht sehen, dass wir da so einen kleinen Konvoi haben. Jedenfalls gleich, wenn wir auf der Kurve rum sind. Also die ganzen Autos hinter mir sind tatsächlich als Teilnehmer. Die schauen wahrscheinlich immer alle rechts und links. Und sehen die schönen Felder. Und sehen die ganzen schönen Felder, ja, die wir hier in Bayern haben. Und ja, genau, so ist das halt. Ne? Natürlich sind wir in der Energiewende auch hier sehr gut aufgestellt mit den Windrädern. We have with the power situation, we have nice wind turbines. And
that looks pretty nice. Around this area, it's pretty all much Celtic and Bronze Age and Middle Ages. No Romans in this area. They were too scared to come over the river to fight against the tribes that were living here at the time. Wie gesagt, hier in meinem Gebiet, wo wir unser Haus haben, haben wir keine römischen Sachen, weil hier ist mehr so das Keltische und das Bronzezeitliche gewesen. Die Bajuwaren, die hier waren, haben wir die Römer zu viel Angst eingejagt. Die wollten da nicht über die Donau kommen. Nee, also Casta Regina ist so 40 Kilometer weg von uns. Und das war circa 36 vor Christus. Genau, haben die da gebaut. Natürlich ist ab und zu mal ein römischer Soldat wahrscheinlich hier rübergekommen oder so. Vielleicht auch ein bisschen Handel, aber hier so römische Fundecke ist eigentlich so gut wie überhaupt nichts da. Also gibt es nicht. Okay, dann sehen wir uns auf dem Feld wieder. Okay, bis dahin. So, we just arrived on the permission. So, plenty of space. Also jede Menge Platz. Okay. We just started. Also gerade angefangen. Und so, the first, second world war. Der erste, zweite Weltkrieg. Fund. Aber eine Medaille oder was? Yeah. It's a badge Anzeichen. Oh, yeah. So, there you go. And look at that. No. Gruppmann. Yep, very nice. Clean that up. Da können wir das noch ein bisschen sauber machen. Jawohl. Anstecknadel. Nürnberg. Boah. Cool. Yep, very nice. And they're off. Und die sind unterwegs. Herrliches Wetter. Gut, Hund, warte, du schaffst noch nicht so weit gehen. Sehr schön. So, meine kleine Perspektive, just so you know what it looks like where we are today. We got Daubang over there, it's a city, a little town, nearly 1,000 years old. And then there's absolutely nothing. And in the background is Waltersberg where I live, which is actually also about 1,000 years old. And in between we have fields. Today we were only going to detect on these fields right here, but since the other fields are clear too and I have permission for this whole plateau, I said go ahead, have fun. So they've got about 1 million square meters of detecting. Then they're never going to manage, but they can choose wherever they want to detect. And all is good. Ja, nur mal so ein kleiner Überblick. Wir haben also hier vorne haben wir hier Döllwang. Dann haben wir hier das ganze Plateau bis rüber Waltersberg. Und heute war eigentlich nur geplant dieser Acker und ein paar andere Nebenäcker hier bis hinten zur Baumlinie. Aber auch da unten auch alles frei ist.
und ich schon eine Genehmigung habe und hier auch keine Bodendenkmäler sind auf dieser Seite, ja, haben sie jetzt ungefähr 1 Million Quadratmeter Fläche für die nächsten 2,5 Stunden, bevor wir dann wieder zurückfahren müssen, um dann Pokalvergabe zu machen und so weiter. Aber naja, man sieht ja schön, ne? Alles raus, schöner Überblick. Ja, genau. Also, ja. Und es ist wieder warm. It is already hot again. So we're expecting around 33 degrees Celsius again. Also 33 Grad soll es wieder werden. Und schauen wir mal. Okay. See you with the next photo or whatever. I'm not detecting, I'm the organizer, so there you go. Da ich selber ja nicht sondel, sondern ich bin ja der Organisator. Also schaue ich einfach mal, was die Leute so finden und machen. Und bin da zum Einmessen. Ja. Oder wenn es irgendwelche Probleme gibt. Okay, auf geht's. Glaube ich, wie so eine Steuermarke, ne? Ja, genau. Ne? Und die habe ich am Straßenrand gefunden. Ja. Ziemlich tief. Ja. Da irgendwie so ein komisches Teil. Aus Blei, glaube ich, ist das. Ja, das ist ein Gewicht von Reifen. Reifengewicht ist das, was früher angeklippt worden ist. Reifen an der Felge. Sein, ja. Ja. Keine Ahnung. Ja. So ein Ding. Ja, das war's. Und ein Knopf. Ja, perfekt. Und? Aber vielleicht ein Pfund. Beste Bier ever. Ganz Bräu. Ja, mit Plop. Mit Plop. Sehr schön. Okay, Schatzi. Ich bin wieder unterwegs. Alles zu klar. Den anderen suchen. Und ich versuche mein Glück weiter. Genau, gut von. Dankeschön. Tschüss. Some nice silver, could be a silver, but this is definitely silver, a German Imperial 20 Pfennig piece, most likely about 1875 or 76. Most of the times when you find good silver like that, it should be 1875, I think. So I can't read it because my eyes are too small, but very nice. Definitely. Congratulations, and you owe me a silver dance, my friend. My silver dance. And a nice crotal bell und eine schöne Schelle. Sehr schön. Und komplett Jürgen. Jörg. Sehr schön. Sehr schön. Wunderbar. So it's a hot day and people are tired from yesterday and drinking what is good. We've only got about an hour left before we have to pack up, so there you go. Ja, wie gesagt, die Leute sind noch ein bisschen müde von gestern, dann ging wohl doch noch bis um 1 Uhr in der Früh gestern oder heute Morgen. Und jetzt ein bisschen Brotzeit, ist sehr warm. Genau. Sehr schön. Was hast du, Monique? Das kann man mal mit.
Ja, super. Viertelkreuzer? Ja. Reichswendig noch? Ja. Schön. Perfekt, super. Macht Spaß. Toll, freut mich. Na, ist auch wichtig, dass man wenigstens ein bisschen was findet, ne? Ja, es ist vollbracht. Ich lerne dazu. Der Konzert hat mir gesagt, ich muss mehr Elan reinbringen. Gell? Nein, nicht mal. Ich bleibe so, wie ich bin, so wie immer. Genau. Also, ihr habt tatsächlich es geschafft, auch wenn einer nur drei Namen aufgeschrieben hat. Also, vier Preise sind da, dass man natürlich dann vier Namen braucht, ist ja dann normalerweise logisch. Aber mei, das kriegen wir jetzt. Wir haben ja noch Zeit zum Üben. Nächstes Jahr geht es ja wieder weiter. Ne? Es kommt natürlich darauf an, ob die junge Dame da hinten uns nochmal wieder nächstes Jahr vielleicht einen Trostpreis macht oder den vierten Platz. Würden wir uns freuen. Ich gehe davon aus, dass wir wieder miteinander kommunizieren. Sven, wunderbar, freut mich. So, ihr habt tatsächlich gewotet. Ihr kennt mich, ich bin immer sehr ehrlich. Ich habe mich schon teilweise gewundert bei den Voting, was für Namen aufgetaucht sind. Wenn ich so die Funde anschaue und so, wie wir früher sind. Ja, es sind sehr viele Sympathienamen genannt worden, sage ich mal, gegenüber, wenn ich bedenke, was für Funde wir da liegen haben. Ja, genau. Also die Auswahl, schon mal herzlichen Glückwunsch zu allen Gewinnern. Und bevor wir es vergessen, letztes Jahr haben wir kein Foto gemacht mit dem ersten, zweiten, dritten und vierten Platz. Ne? Ihr seid alle dann abgehauen und ich habe es vergessen. Ne, ich bin euch gar nicht schnell genug hinterhergelaufen, aber ich habe das irgendwie versucht zusammenzuschneiden. Hat vielleicht nicht ganz so gut geklappt. Also heute bitte die vier Gewinner. Und wer dann noch was anderes bekommt und vielleicht nicht gewonnen hat, da bleiben, dass wir noch ein kleines Gruppenbild machen können. Einmal mit den Gewinner und dann alle zusammen. Und mit den Ausgang kann ich gut mit leben. Von zwischen vierten und fünften Platz ist tatsächlich nur eine Vote dazwischen. Und ja, fünfter Platz kriegt halt nichts. Aber ne? Ich kann euch eins sagen. Du wirst deinen Preis, den du gestiftet hast, bitte mit herkommen zum, den kriegst du nicht wieder, aber zum Halten, weil der vierte Platz geht nach Italien zum Q mit 10 gültigen Stimmen. Dann, das ist der vierte Platz, der dritte Platz geht an Thilo,
aber muss dazu sagen, er hat genauso viel Stimmen wie der zweite Platz, außer dass der zweite Platz mehr Erststimmen und Zweitstimmen hat. Verstanden? Also genauso viele Leute haben gewotet für ihn, aber der zweite Platz hat mehr Erst- und Zweitstimmen. Gut, also einmal dann Michelle. Erstmal der vierte Platz hat dieses Jahr gewonnen, der Q aus Italien. Q, you won! Da ist tatsächlich ein Unterschied von 5 Stimmen gewesen. Ja? Gut, mit 15 Stimmen, der dritte Platz geht dieses Jahr an Tilo. Dann der zweite Platz geht nach Österreich zu Ines. Und dementsprechend auch mit 15 Stimmen, beide 15 Stimmen. Also ganz knapp, wie gesagt. Und der erste Platz. Ja. Brauchen wir nichts mehr zu sagen. Freut mich auch sogar. Markus. Von ganzem Herzen. Dann, wir sind ja noch nicht fertig. So, Dankeschöns. Wie jedes Jahr. Fangen wir an. Du hast ja wieder so schön gemacht. Ohne euch geht es nicht. Ne? Dann an Willi. Ohne dir geht es auch nicht. Komm. Du hast nicht umsonst die rechte Hand bei dir auf dem Tisch. Also man muss auch sagen, er fährt ja viel rum und redet auch mit den Bauern. Willi, vielen, vielen herzlichen Dank. Gerne. Ne? Wie gesagt, ohne euch geht es einfach nicht, weil. Und dann natürlich Sven. Hey. Obwohl du mich dieses Jahr ordentlich in den Schwitzen noch gebracht hast, aber ich muss dich auch nicht verlassen. Danke für alles. Natürlich danke auch an meine liebe Frau, dass sie mich so unterstützt hat, auch den Rücken freigehalten hat. An euch allen, ihr wart wieder ein geiles Team. Ihr wisst Bescheid, nächstes Jahr auf alle Fälle treffen hier 16, 17, 18, 08, 20, 24. Ihr könnt ab sofort Zimmer wieder reservieren oder anzufangen. Wer schon weiß, dass er frei hat, wer nicht. Also ich werde nochmal Rücksprache April halten. Momentan sieht es so aus, dass ich den Preis halten kann, weil solange wie es so die Preise bleiben, wie es momentan ist. Genau. Und damit würde ich sagen, haben wir. Wo rotten wir jetzt hin? Achso. Und jedenfalls, ja. Genau. War es das eigentlich, ne? Oder auch nicht. Ich möchte mich vielleicht so bedanken. Ja, herzlichst. Ich hoffe, ihr habt sie irgendwie verwendet. Das gibt es gut an dich. Ja, Willi war wieder fleißig. Also jetzt ist ein Flaschenhalter, der so rum aufgehängt werden muss. Nein, so. Wir werden einen Ehrenplatz für ihn natürlich kriegen. Liebesvergelt, vergelt's Gott. Und damit ist die Veranstaltung wieder beendet. Ich wünsche euch allen eine gute Heimfahrt und hoffe, euch alle gesund wiederzusehen. Irgendwo, irgendwann, spätestens wieder hier oder dementsprechend, wenn es hinhaut, vielleicht auch in ein anderes Land. Auf dem Weg dahin. Kein Versprechen, ich werde es versuchen. Wie gesagt, oder wir werden es versuchen, natürlich. Ich sage immer sehr oft ich, natürlich habe ich auch eine strenge Hand neben mir und eine schöne Hand, die mir helfen wird. Ne? Eine stärkende Hälfte, die mich auch immer auch unterstützt. Und das ist natürlich ganz wichtig, damit man sowas überhaupt machen kann. Weil ab und zu wird es doch stressig und ja. Ne?
Danke. Ende Gelände. Super. Gut. Ach so, wir brauchen noch Foto, Bilder, okay. We have now cleaned up the garage in Bavaria and Willy is going to take care of the empty bottles, I just called him, so it's great that he always helps us, so that's fantastic. And that is it, we are now going to head back to Cologne, so we've got a 5-hour drive, then I think we're going to need a nice shower. And then upload the video. I hope you enjoyed the international hunt, and we see you next time round during another normal detecting day somewhere, most likely in North Rhine-Westphalia next, and then in October we got a week holiday down here, so we'll see. Yeah, das war's dann vom internationalen Treffen 2023. Wir haben jetzt hier noch aufgeräumt, klar Schiff gemacht. Der Willi ist so nett, tut das Leergut noch wegbringen. Herzlichen Dank an dir nochmal, Willi. Und ja, ohne Freunde und Helfer geht das natürlich nicht. Und dementsprechend müssen wir, dürfen wir jetzt noch heimfahren. Haben jetzt noch 500 Kilometer zum Fahren in der Hitze. Wir haben gerade gesehen, wir haben 37 Grad hatten wir auf dem Thermometer drauf. Also doch ein bisschen wärmer wie gedacht. Und dementsprechend, ja, geht's dann Video hochladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Impressionen, die wir euch geben konnten. Und ja, würden uns freuen für ein Abo. Und dann sehen wir uns das nächste Mal beim normalen Sonnen wieder. Ne? Genau. Oktober haben wir mal wieder auch Ferien, also jetzt wird wahrscheinlich immer erstmal NRW sein, Rhein oder sowas. Ja. Ne? Und dann schauen wir mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Immer schön lächeln und gebt gut auf euch Acht und gut Fund euch allen. Und dann sehen wir uns wieder. Till the next time, you take good care of yourself. Don't forget, keep smiling. Good luck if you're out detecting and hunting. If you want to leave a thumbs up and leave a... you want to subscribe, we would appreciate it, of course. Until next time, you take good care of yourself. Keep smiling. Tschüss. Tschüss.